Hallo meine lieben Bird Rider, hier ist wieder euer Landsquid und heute möchte ich euch mal passend zum Halloween-Monat Oktober die 10 furchterregendsten und schrecklichsten Kreaturen vorstellen, die das Resident Evil-Universum für uns zu bieten hat. Wenn die für euch absolut schrecklichsten Monster nicht auf dieser Liste vorkommen, schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, was im Resident Evil Kosmos euer persönlicher schlimmster Albtraum wäre. Wenn ihr mehr Resident Evil Content von mir sehen wollt, schaut übrigens sehr gerne auf meinem Let's Play Kanal vorbei. Dort habe ich gerade eine Reihe begonnen, in der ich absolut alle Resident Evil Spiele, auch die weirden Spin-Offs, der Reihe nach in chronologischer Reihenfolge nach Erscheinungsdatum Let's Playen werde. Jeden Tag eine Folge auf meinem Let's Play Kanal und immer Dienstag 18 Uhr auf Twitch. Links dazu unten in der Infobox und jetzt fangen wir an mit den 10 furchteinflößendsten Kreaturen im Resident Evil Universum. Auf Platz 10 landet bei mir Revenant. Resident Evil Revelations 2 hat selbst für Resident Evil-Verhältnisse überaus bizarre Kreaturen. Eine der schrecklichsten dürfte aber vielleicht der Revenant sein. Alex Wesker hatte kein Interesse an Biowaffen oder wissenschaftlichem Fortschritt, zumindest keinem objektiv begründbaren. Ihr ging es in erster Linie um das Erforschen von Angst und Leid. Das Ergebnis war dieses bizarre Wesen. Wie organische Marionetten mit zu viel und unnatürlich angebrachten Körperteilen durchstreifen diese Wesen die dunklen Gänge und Geheimlabore in Resident Evil Revelations 2. Die zwei ineinander verwachsenen, vernähten Gesichter zeugen von einem unendlichen Leid, das dieses Wesen empfinden muss. Und die Metallteile im Körper zeigen uns, wie brachial und wie unvorsichtig die Leichenteile, aus denen dieser neue Körper geformt wurde, zusammengesteckt wurden. Leichenteile, die durch den Ouroboros wieder zum Leben erweckt wurden. Ihr Anblick ist wirklich der reine Horror. Auf Platz 9 landen bei mir die Spinnen. Ich meine, was soll ich sagen? Es sind riesige Spinnen. Der Gedanke daran, dass in meinem Keller wahrscheinlich gerade einige Hauswinkelspinnen leben, die immerhin bis zu 10 cm groß werden können, bereitet mir schon schlaflose Nächte. Das ist einfach zu viel. In einer Welt mit 2 Meter großen Raubspinnen, die Säure spucken können und dabei auch noch so widerlich behaart sind, möchte ich wirklich nicht leben müssen. Die Wissenschaft ist ja eindeutig zu weit gegangen. Auf Platz 8 landet bei mir die Egelkönigin. Das wirklich Unheimliche an diesem Wesen ist wohl die Tatsache, dass sie ein Kollektiv aus Individuen ist, das eines Tages einen Menschen mit Haut und Haaren verspeiste und dabei sogar seine Erinnerungen und sein Wissen absorbierte. Und nun hält sich dieses Kollektiv für eben diese Person. Den genialen, aber vielleicht auch etwas wahnsinnigen Wissenschaftler James Marcus. Somit ist dieses Wesen nicht nur eine dumme, aggressive Fressmaschine, wie fast alles andere, was wir in Resident Evil so treffen können, sondern gleichzeitig auch noch ein ziemlich genialer Wissenschaftler, der planen kann, der Fallen stellen kann und der Rache für seinen eigenen Mord geschworen hat. Rache an Umbrella und Rache an der Welt. Außerdem kontrolliert dieser nachtragende Blob mit Gottkomplex eine ganze Armee von gefräßigen Mäulern, die quasi überall in den Wänden nur darauf lauern, in riesigen Gruppen anzugreifen, wie kleine, hungrige Landpiranhas. Auf Platz 7 schaffen es bei mir die Molded. Schlimm genug, dass Ethan Winters als ganz normaler Zivilist nicht gerade zu den wehrhaftesten Resident Evil Protagonisten gehört, er bekommt es auch noch mit einigen der wohl schrecklichsten Monster in der ganzen Reihe zu tun. Die Molded sind Pilzkolonien, die menschliche Körper überwuchert haben, sich nun von diesen ernähren und sie als eine Art Gerüst nutzen, um in humanoider Form Jagd auf alles zu machen, was sie infizieren können.
Das Schlimmste ist, diese robusten Kreaturen mit den scharfen Zähnen verfügen über die Fähigkeit, mit ihrer mit dem Pilz überwucherten Umgebung zu verschmelzen, was den Eindruck erweckt, sie könnten einfach aus den Wänden kommen. Man fühlt sich nirgends vor ihnen sicher, denn sie können überall auf einen lauern. Auf Platz 6, die Crimson Heads. Was ist schlimmer als ein normaler Zombie? Richtig. Ein mutierter Super-Zombie mit der Geschwindigkeit eines Menschen, den Clown eines Lickers, der Aggressivität eines schlecht gelaunten Honigdachses und der Fähigkeit, Türen zu öffnen. Diese Dinger lassen dich nicht mehr in Ruhe, wenn sie dich einmal als ihr Ziel markiert haben. Sie verfolgen dich immer und überall, bis einer von euch tot ist. Außer in Safe Rooms, so viel Fairness muss sein. Und das Gemeine an diesem Wesen ist, jeder besiegte Zombie kann jederzeit als Crimson Head wieder auferstehen. Sie warten nur darauf, dass sich ihrem scheintoten Körper ein unvorsichtiges Opfer nähert, um es zu zerfleischen. Auf Platz 5, die Vrkolak. Bei diesen Wesen handelt es sich nochmal um eine ganz andere Art des Horrors. Denn diese, ja, nennen wir sie Werwölfe, sind Monsterwolf genug, um eine natürliche Angst vor Raubtieren in uns auszulösen, aber gleichzeitig auch menschlich genug, um ein unwohliges Gefühl der Vertrautheit in einem hervorzurufen. Diese Wesen sind schnell, stark, wendig, intelligent und verdammt gute Kletterer. Sie sind außerdem nicht so gnädig wie zum Beispiel die Hunter, die euch relativ schnell töten. Nein. Die Vrkolak beginnen euch zu fressen, ohne euch davor zwangsläufig zu töten. Eine massive Holztür mag schon genug sein, um euch vor der Zombie-Apokalypse da draußen zu schützen, aber verriegelt die Fenster, nagelt die Dachluken zu und haltet euch am besten nur in Räumen ohne Öffnungen jeglicher Art nach außen auf und betet zu Gott, wenn auch nur ein einziger Vrkolak da draußen Jagd macht. Auf Platz 4, die Licker. Okay, diese Positionierung hat vielleicht viel mehr mit Nostalgie zu tun, aber oh Gott, treibt mir das Stöhnen dieser Wesen heute noch einen kalten Schauer über den Rücken. Das Schreckliche an diesen Wesen ist ja nicht mal ihre lange Zunge, mit der sie die Brustkörbe von erwachsenen Menschen ohne Probleme durchbohren können. Und auch nicht, dass sie mit ihren scharfen Zähnen und Klauen alles zerfleischen, was ihnen in die Quere kommt. Das machen viele Resident Evil Monster. Das wirklich Unheimliche an diesen blinden Wesen ist, dass sie an der Decke oder an Wänden in dunklen Ecken lauern und wie Jagdspinnen auf das kleinste Geräusch, das kleinste Vibrieren warten, um dann blitzschnell zuzuschlagen. Wenn du jetzt gerade in einem Raum mit dunklen, unbeleuchteten Ecken sitzt, dann solltest du vielleicht besser mal das Licht anmachen, um zu überprüfen, ob sich da nicht vielleicht doch ein Licker verborgen hat. Man weiß ja nie, aber vorsichtig, sei dabei lieber ganz leise. Auf Platz 3 landet bei mir Mr. X. Mr. X mag nicht unbedingt das unheimlichste, entstellteste oder grässlichst aussehendste Wesen im Resident Evil-Universum sein. Aber oh boy, willst du keinen Stress mit Mr. X haben? Stell dir einfach mal vor, dich würde für den Rest deines möglicherweise relativ kurzen Lebens ein über 2 Meter großer, beinahe unverwundbarer und emotionsloser Mann verfolgen. Wo du auch bist. Er wird dich finden. Er wird wortwörtlich durchs Feuer und durch Wände gehen, um zu dir zu kommen. Nichts kann ihn stoppen. Und er wird erst ruhen, wenn er dich erwischt hat. Gerade im Remake wurde Mr. X nicht durch Zufall zum Meme und zum Aushängeschild von Resident Evil. Die ständige Bedrohung, die in der ersten Hälfte des Spiels von diesem Wesen ausgeht, hat uns vermutlich alle in einen permanenten Wachsamkeitszustand versetzt. Denn wir alle wussten, er ist irgendwo hier, im selben Gebäude wie wir. Und wenn er uns hört oder uns gar sieht, wird er kommen. Auf Platz 2, der Regenerator. Ich sage euch ganz ehrlich, nicht
viel kommt an den Horror heran, den ich empfunden habe, als ich zum ersten Mal im Original Resident Evil 4 einen Regenerator getroffen habe. Ein Erlebnis, das einen starken, tiefen psychologischen Lerneffekt zur Folge hatte, denn von da an war das Atmen der Regenerator ein Geräusch, das mein Puls erstmal auf Profisportlerniveau katapultierte. Oh Gott, nein, nicht schon wieder so einer. Ruhe bewahren, erstmal umsehen, keine Panik. Ich glaube, viele von uns kennen dieses Gefühl. Und dann erst das Gefühl, wenn sie einem gesehen haben, wenn sie langsam auf dich zukommen und du musst es schaffen. Dieser sich in Sekunden regenerierenden Kreatur die Parasiten aus dem Leib zu schießen, bevor sie ihre dolchartigen Zähne in deinen Hals bohren können. Gibt vor lauter Panik nur nicht dem Drang nach, auf die Beine zu zielen, um sie zu verlangsamen. Ihr macht es nur noch schlimmer für euch selbst. Und auf Platz 1 der furchteinflößendsten und schrecklichsten Kreaturen im Resident Evil Universum landet bei mir niemand anderes als Lisa Trevor. Kein anderes Monster, keine andere Kreatur, kein anderes Wesen hat so eine tiefgehende und tragische Hintergrundgeschichte erhalten wie dieses traurige, bemitleidenswerte und mörderische kleine Mädchen. Lisa Trevor ist ein unsterbliches, in Ketten gehülltes und schreckliches Wesen, das die Gruft unter der Spencer-Villa seit vielen Jahrzehnten heimsucht. Und man kann im Hauptraum der Villa sogar ab und zu ihr leises Stöhnen und Schluchzen hören. Dieses bestialische Monster war dabei einst ein einfaches Mädchen, das Pech hatte, die Tochter eines genialen Architekten zu sein, der verschwinden musste. Und natürlich durfte es keine Zeugen geben und niemanden, der nach diesem Architekten suchen würde. Also wurde sie zu Umbrellas Versuchskaninchen. Das kleine, unschuldige Kind, das gerade erst ihren Vater verloren hatte, musste mit ansehen, wie ihre eigene Mutter an den Experimenten durch Umbrella zugrunde ging und dabei selbst unvorstellbare Qualen erleiden. Bis sie eines Tages die Möglichkeit hatte, diese Qualen an ihre Knechte zurückzugeben. Und nun trägt sie ihre Gesichter als Masken, um ihr eigenes entstelltes Gesicht zu verbergen, und trauert am Grab ihrer Mutter in der dunklen Gruft unter der Villa und tötet dabei alles, was ihre Gemäuer betritt. Man weiß nicht, ob man sie bemitleiden oder vor Schrecken erstarren soll, wenn man zum ersten Mal ihre Schreie hört. Das vielleicht Unheimlichste an Lisa Trevor mag allerdings vielleicht die Tatsache sein, dass es niemand, zumindest nicht eindeutig gelungen ist, sie jemals wirklich zu töten. Alle Resident Evil Monster finden irgendwann ihr Ende, egal wie robust sie anfangs erscheinen mögen. Lisa lässt sich allerdings nicht aufhalten. Nicht durch Granaten, nicht durch die mächtigste Magnum, nicht durch Wesker und vielleicht noch nicht mal durch die Explosion der Spencer Villa. Möglicherweise durchstreift sie heute noch die Wälder und Höhlen da draußen und wartet nur auf ein neues Gesicht, mit dem sie sich selbst schmücken kann. Und das war meine Liste der 10 furchteinflößendsten Resident Evil Monster, die es da draußen gibt. Wie gesagt, freue ich mich sehr über eure Ergänzungen. Welche Resident Evil Kreatur war es, die euch damals beim ersten Kontakt und vielleicht auch bis heute einen kalten Schauer den Rücken hinuntertreibt? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und abonnieren bitte nicht vergessen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal Landsquid Birdrider auch sehr gerne auf Patreon oder hier direkt auf YouTube über eine YouTube-Mitgliedschaft unterstützen. Als Dankeschön erhaltet ihr vorab Zugriff zu Lorecore-Videos vor allen anderen und ab 5 Euro aufwärts gibt es sogar spezielle Lorecore-Videos nur für euch. Vielen Dank an alle, die mich bereits auf diese Art und Weise unterstützen und vielen Dank an alle anderen fürs Dabeisein. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und mögen die Tentakel der Tiefe euch vor den schrecklichen Kreaturen aus dem Resident Evil Universum schützen. Ciao, macht's gut.